Die Winter im Norden sind wunderschön, sehr lange und extrem kalt. Kein Problem für ein echtes finnisches Mannsbild. Mit kühlem Kopf von Minusgraden direkt in die Hitze. Stundenlang im Flugzeug sitzen für tropische Wärme? Das habe ich ja auch, nur günstiger. Wildnis pur. Auf den Spuren mitteleuropäischer Migranten. Du hast dein eigenes Blutrauschen, wenn du auf dem Schlitten unterwegs bist. Ich kann nicht mehr ohne. Das ist einfach so. Mut zur Entscheidung. Warum die Finnen gerne oben schwimmen? Sich treiben lassen und einfach genießen. Auf Kuschelkurs. Zu Besuch beim Robert Redford des Nordens. Wenn ich auf der Wiese Bergberg rufe, kommt es zu mir gelaufen. Finnland. Ein wahres Wintermärchen. Eisiger Wind, absolute Stille. Ein Mann irgendwo im Nirgendwo, komplett auf sich gestellt. Nur die Sonne ist Zeuge. Minun nimeni on Mikko. Let's take a walk on the wild side. Mikko Kettunen ist gerne alleine unterwegs. Mehrere Tage lang tief in den Wäldern Nordkareliens. Stets auf den Brettern, die für ihn Freiheit bedeuten. Skier haben eine lange Tradition hier in Finnland. Wir nutzen sie auch für die Arbeit, beim Jagen und beim Fischen. Schneeschuhe kannten wir lange nicht. Die sind auch mehr für Fitnessübungen im Wald geeignet. Richtig voran kommt man nur mit Skiern. Am Ende jeder Tagesetappe steuert Mikko ein Mäki an. Die typisch finnische Holzhütte am See. Meist in Rot mit Gardinen, Plumpsklo und einer Sauna. Oder alternativ nur mit Basisausstattung, wie in diesem Fall. Ja, die Axt. Immer gut, eine dabei zu haben. Aber man sollte es können und vorsichtig damit umgehen. Hier gibt es ja weit und breit keine Hilfe. Wenn man sich beim Holzhacken in die Hand oder in den Fuß schlägt, kann das Abenteuer schnell vorbei sein. Am Abend kann es in Finnland zu dieser Jahreszeit recht frisch werden. Um sich jederzeit und überall aufwärmen zu können, hat Mikko ein eigenes Werkzeug entwickelt. Das Fire-Steel. In Kombination mit einem Messer das perfekte Outdoor-Tool für jedermann. Feuer machen ist die wichtigste Fähigkeit. Das muss man beherrschen, wenn man alleine hier draußen ist. Und im Notfall muss es sogar schnell gehen. Das Feuer ist so etwas wie deine Überlebensversicherung. Bei Sonnenschein an der frischen Luft. Und das auch noch hauptberuflich. Mikko ist Gründer von Karu Arctic Survival. Mit seinem Team bringt er Schülern und auch zahlenden Gästen die Basics des Überlebens bei. Verpflegung inklusive. Ich benutze kleine Fichtennadeln als Tee. Das gibt dem Wasser einen angenehmen Geschmack. Und es stecken viele Mineralien und Vitamine drin. Gibt viel Kraft, wenn man das heiß trinkt. Um ehrlich zu sein, es ist gar nicht so das Überleben, das Mikko Kettunen an seinem Job so mag. Ihm geht es vielmehr um das Erleben
kurz davor. Das Schweigen, die Geräusche. Ich liebe einfach dieses Gefühl, ein Teil der Natur zu sein. Ein Teil von etwas viel Größerem. Hier draußen gibt es keine Lichtverschmutzung. Nachts sieht man jeden Stern und tagsüber scheint die Sonne klar und deutlich. Survival-Spezialist. Auf jeden Fall ein Beruf mit Zukunftspotenzial. In der heutigen Folge erkunden wir Finnlands wilden und einsamen Osten. Von der nordkarelischen Stadt Joensuu geht es hinauf, durch die endlosen Wälder der Region Kainuu, entlang der russischen Grenze bis ins südliche Lappland. Eine der am dünnsten besiedelten Regionen Europas, wie die Kunstinstallation The Silent People eindrucksvoll zeigt. Viele ziehen weg von hier. Doch immer mehr zieht es auch hierher. Hallo, ich bin Simon, wohne mitten in der Wildnis und habe 168 Mitarbeiter. Simon Kuhn ist Mascha, zu Deutsch Hundeschlittenführerin. Vor 16 Jahren erfüllte sich die Schweizerin einen Lebenstraum. Mit 3 Hunden im Gepäck wanderte sie aus und fand in Nordkarelien ihre neue Heimat. Wir haben technisch recht anspruchsvolle Trails verglichen mit Gebieten in Lappland, wo es oft kilometerweise über breite, gefrorene Eisflächen geht. Alles, was hier hinter mir ist, Richtung Osten, da ist keine Zugschiene, da ist keine Straße, da sind kaum mehr bewohnte Häuser. Das ist wirklich Wildnis und Einsamkeit pur. Wir können eine ganze Wochentour fahren, ohne überhaupt einen Menschen zu sehen. Für Simon sind Schlittenhunde wie eine Schulklasse. Jeder Schüler hat seine Stärken und Schwächen. Und wer im Unterricht neben wem sitzt, ist natürlich auch nicht ganz unwichtig. Eine Hündin läuft viel ruhiger und entspannter neben dem Rüden. Es gibt einzelne Kombinationen, die funktionieren gar nicht. Ich könnte zum Beispiel mit schlechtem Gewissen nur den großen Jack-Grönländer neben einen kräftigen, gleich dominanten Rüden setzen. Neben der Hündin ist alles entspannt. Also es soll vor allem einfach harmonisch ablaufen im Team, dass sie sich quasi auf die Arbeit konzentrieren und nicht auf den Hund, der neben ihnen steht oder läuft. Man arbeitet nicht mit Maschinen, sondern wirklich mit Lebewesen, die unterschiedlichen Situationen reagieren, die alle einen eigenen Charakter haben, auf andere Verhaltensweisen von uns Menschen reagieren. Und das macht einfach die Arbeit unheimlich interessant. Also ich könnte nicht eher Scooter-Guide sein, wo ich einen Startknopf drehe und das Teil läuft. Das ist einfach das ist kein Leben dabei. Und ständig draußen zu sein, ist natürlich auch ein Job, der einfach mehr Spaß macht wie ein Bürojob. Auf den mehrtägigen Touren durch die Wildnis können auch Gäste diese Leidenschaft hautnah erleben. Begleitet werden sie von einem Team aus erfahrenen Maschern, wie dem Deutschen Frank Memeler. Teambestandteil zu sein, ist auf der Fahrt total wichtig. Also sie müssen mitarbeiten, die Gäste, sie müssen mitlaufen, die müssen die Hunde entlasten. Ja, und wenn wir hier zurückkommen, dann ist das auch immer so was wie Abschied nehmen. Nach einer harten, langen Tour bekommen die Hunde erst einmal eine ordentliche Massage. Die Beziehung zwischen einem Mascher und seinem Leithund ist eine lebenslange Partnerschaft. Ja, das Verhältnis zu meinem Hund kann ich nicht beschreiben. Das ist, wir sind ein Team. Wir gehören zusammen und sind unzertrennbar. Egal wo wir sind immer zusammen.
Zur Belohnung gibt es obendrauf noch feine Lachsstreifen. Mascha Alex Weber kümmert sich um die gerechte Verteilung. Der 44-Jährige weiß genau, worauf man beim Training mit den Vierbeinern achten muss. Einfach einen ruhigen Umgang mit den Hunden bei Ankunft und die nicht irgendwie anschreien, sondern wir wollen den Hunden ja dann damit dann auch zeigen, dass sie das, was sie jetzt die Woche geleistet haben, auch top gemacht haben und dass die Motivation bei den Hunden dann auch da ist. Am frühen Abend geht es mit den jüngsten Mitarbeitern zum Toben auf den See. Langsam und spielerisch werden die Praktikanten ans Schlittenfahren herangeführt. Alle sind gesund und fit. Und in den nächsten paar Wochen werden die das erste Mal einfach mal eingespannt bei ein paar ruhigeren, älteren Hunden, um einfach mal denen zu zeigen, warum sie hier bei uns sind und worauf sie sich dann ab nächsten Winter einstellen können. Da sieht man dann vielleicht auch schon den ein oder anderen neuen Leithund. Einfach von der Arbeit her, wie sie mitarbeiten oder wie gut sie hören, ob sie dann zurückkommen oder nicht. Also wenn die zwei jetzt gleich nicht zurückkommen, dann werden es keine guten Leithunde. Nein, Spaß. Nonni! Nonni, komm! Hallo Nonni. Hallo Muschli. Hi. Guten Tag, Sitzplatz. 152 Hunde, 11 Mitarbeiter und das für maximal 16 Gäste. Auf der Erekeskus Husky Lodge kann man den Hundeschlittensport noch richtig genießen. Du hast dein eigenes Blutrauschen, wenn du auf dem Schlitten unterwegs bist. Du hörst die Schneeflocken aufprallen. Das ist unbeschreiblich. Ich kann's nicht beschreiben. Ich bin, ich sag's ganz einfach, süchtig. Und wenn ich mal einen Winter nur ganz knapp hier sein darf, dann falle ich in tiefe Depressionen und muss auf jeden Fall im nächsten Winter wieder eine längere Zeit unterwegs sein. Ich kann nicht mehr ohne. Das ist einfach so. Ja, das ist Lifestyle. Sonntagvormittag auf einem See nördlich der Stadt Joensuu. Ein Ort der absoluten Entspannung. Moi, mä oon Tomppa. Mä näytän teille, minkä takia mä tykkään suomalaisesta talvesta. Endlich wieder Eislochfischen. Der finnische Volkssport ist eine raffinierte Mischung aus Abenteuer, Ausdauer und der richtigen Strategie. Man muss gut aufpassen. Man muss exakt vorausplanen und sich bereits im Sommer die besten Angelplätze merken. Dann weiß man, wo die Fische leben. Und im Winter, wenn man dann endlich das Loch ins Eis bohren darf, spürt man schon, dass sie dort sind. Es gilt die Devise, wer zuerst kommt, bohrt am besten. Trotz seiner imposanten Statur oder gerade deswegen geht Tompa hier lieber auf Nummer sicher. Es gibt immer Männer, die zu früh aufs Eis gehen. Sie brechen ein und verschwinden für immer. Ich warte lieber, bis das Eis richtig dick ist. Wir Finnen können nämlich nur im Winter auf dem Wasser laufen. Ob dann wirklich ein Fisch anbeißt oder alle den Köder links liegen lassen, wer kann das schon wissen? Ja, ich muss zugeben, wenn man nichts fängt, kann man immer noch zum Einkaufen gehen. Fische gibt's in jedem Supermarkt. Aber nichts geht über dieses Gefühl, wenn man... Was war das denn? Schon angebissen?
Ja, also, wenn man die Beute selbst erlegt und später zum Abendessen verspeist. Ein supergeiles Gefühl. Da weißt du, dass es frisch ist. Verdammt, da war was. Erst wieder runter vom Köder. Ab jetzt beginnt der eher meditative Part des Eislochfischens. Stundenlanges Warten. Hei, olen Teemu. Mennään bussilla töihin. Viermal die Woche steigt Teemu Virantalo frühmorgens in den Bus. 200 anstrengende Kilometer liegen vor ihm. Der 33 Jahre alte Mercedes-Benz ist Temos ganzer Stolz. Wir haben eine Hassliebe. Er verlangt viel von mir, gibt mir aber auch viel zurück. Tolle Erlebnisse und schöne Tage. Lange Jahre arbeitete Temo als IT-Fachmann in Helsinki. 2017 kam er zurück in seine Heimat Nordkarelien, baute den Bus in Eigenregie zu einem rollenden Supermarkt um und stürzte sich in den Verkehr. Mit einem alten Mercedes regionale Produkte durch die Gegend zu fahren, macht einfach Spaß. In den 1970er Jahren fuhren Tausende dieser Busse durch Finnland. Sie versorgten die Landbevölkerung mit dem Nötigsten. Diese Tradition will Temu wieder aufleben lassen. Nur das Sortiment wurde zeitgemäß erweitert. Hinzu kamen hochwertige Spezialitäten aus der Region. Dieser Bus ist ein Teil der guten alten Zeit. Eine Erinnerung. Eltern bringen ihre Kinder hierher, um ihnen zu zeigen, wo sie immer eingekauft haben, als sie noch Kinder waren. Und 55 Cent zurück. Brauchen Sie den Beleg? Danke. Einen schönen Tag dir noch. Fast jeder Kunde hat ein Lächeln auf dem Gesicht. Wir haben nur glückliche Menschen hier. Selbst wenn sie nicht glücklich aussehen, lächeln sie von innen. Möchtest du ein dunkles oder helles Brot? Das Dunkle. Geht das? Die Leute vermissen die natürlichen Produkte, die sie von früher kennen. Sie vermissen das echte Brot. Viele können das Industriezeug einfach nicht mehr sehen. Temu hat die Zeichen der Zeit verstanden und setzt bei seinen Lieferanten ganz auf kleine, lokale Unternehmen wie diese Kaffeerösterei. Es ist sehr schwierig, alles an einem Ort zu bekommen. Man muss für die Kartoffeln dahin fahren, für das Fleisch muss man woanders hin, den Kaffee bekommt man dann hier. Ich will es einfacher für die Leute machen und alles an einen Ort bringen. Doch nicht immer läuft es rund an diesem Ort. In manchen Dörfern wartet Temu vergeblich auf Kundschaft. Das gehört zum Job dazu und ist sogar ganz gut. Wenn es keine ruhigen Stops geben würde, müsste ich nachts den ganzen Papierkram erledigen und die Regale auffüllen. Das mache ich lieber zwischendurch. Nach 10 Stunden auf der Straße geht es zum letzten Stopp der Tour. In die Fußgängerzone der Stadt Joensuu. Hier läuft das Geschäft bereits prächtig. Natürlich ist es schön, wenn viele Kunden kommen. Aber das ist ein kleiner Bus. Hier können nicht Dutzende gleichzeitig rein. Ab und zu entsteht sogar eine Schlange draußen. Das mag ich aber nicht. Das sollen die Kunden nicht erleben.
Sie sollen hier entspannt und ohne Hektik einkaufen können. Feierabend für Temu und seinen rollenden Supermarkt. Olen Kyösti. Kun sä kuulet Kuovin äänen, älä mene järven jäälle. Im weitesten Sinne könnte man Kyösti als Hausmeister bezeichnen. Doch das trifft es nicht ganz. Mit Laub hat der rüstige 68-Jährige nichts am Hut. Dafür trägt er eine Menge Verantwortung auf den Schultern. Alle 10 Meter bohre ich 3 Löcher ins Eis. In der Mitte und an den Rändern der Straße. Bei jedem Loch muss das Eis mindestens 40 cm dick sein. Erst dann darf ich die Straße offiziell eröffnen. Kyöstis Arbeitsplatz ist die längste Eisstraße Finnlands. Mit einer Länge von 8 Kilometern verbindet sie die Ortschaften Kuli und Vuonislahti. Sobald die Straße freigegeben ist, steigt Kyösti auf schwereres Gerät um. Auf seinen heißgeliebten Leichtgewicht-Traktor. Wie fast jeden Tag steht Schneeräumen auf dem Programm. Ich muss je nach Wetterlage tagsüber oder nachts räumen. Manchmal auch 24 Stunden am Stück. Bei schönem Wetter kann es aber auch mal passieren, dass ich eine Woche lang gar nicht räumen muss. In den letzten Jahren werden die Winter immer kürzer und die Temperaturen steigen oft über Null. Das ist ein neues Problem. Um weiterhin staatliche Zuschüsse für ihre Eisstraße zu erhalten, mussten sich die Bewohner von Vuonislahti etwas einfallen lassen. Auf die Idee mit dem Pinguin kam ich, weil Pinguine so wunderbare, harmonische Tiere sind. Sie streiten fast nie dort unten in der Antarktis. Da dachte ich mir, das passt gut zu unserem See. Das Konzept des Pinguins im Vorruhestand ist einfach, aber genial. Provisorische Rastplätze für Touristen und Pendler. Inklusive Tageszeitung. Und für die Kinder ist auch immer eine Überraschung dabei. Mittagspause für Kyösti. Freunde aus dem Dorf haben am Ufer einen kleinen Grillplatz eingerichtet. Starker Kaffee und Würstchen bei minus 25 Grad. Für uns hier in der Region Lieksa ist die Eisstraße sehr wichtig, da viele Menschen von beiden Seiten des Sees dadurch schneller zur Arbeit kommen. Und sie zieht Touristen an. Wir organisieren kleine Events und verkaufen Essen und Getränke. Das alles bringt dann auch etwas Geld in unsere Gemeindekasse. Und das dank des unermüdlichen 24-Stunden-Einsatzes von Kyösti und seinem Traktor. Natürlich ist es ein einsamer Job, besonders nachts. Die Nächte können echt hart sein. Aber die Arbeit muss gemacht werden. Und wenn am nächsten Tag die Autos wieder fahren, ist das meine Belohnung. Und so kümmert sich Kyösti weiterhin liebevoll um seine Eisstraße. Bis im Frühling der Brachvogel singt und das Eis zu schmelzen beginnt. Andere finnische Männer sind da weitaus ungeduldiger. Sie bevorzugen einen früheren Tapetenwechsel. Es ist so einfach, hierher zu kommen. Man kann mitten im Winter den Sommer erleben. Viel besser als fliegen. Stundenlang im Flugzeug sitzen nur für tropische Wärme, habe ich auch hier. Nur günstiger.
Das Botanica in Joensuu ist einer von Tompas absoluten Lieblingsorten. Sehr angenehm hier, kuschelig warm. Obwohl draußen Winter ist, sitze ich hier im T-Shirt. Aber mal im Ernst, das reicht mir noch lange nicht. Es muss viel wärmer sein, richtig heiß. Was für ein Glück für Tompa, dass sich direkt hinter der Tropenwelt eine ganze Saunalandschaft befindet. Das ist hier eine Rauchsauna. Sie aufzuheizen dauert eine halbe Ewigkeit. Ich schätze mal mindestens 6 oder 7 Stunden, bis sie soweit ist. Da kannst du stundenlang Wasser drauf schütten, ohne dass es kühler wird. Erst langsam mit der Zeit wird es besser. Wer nicht so lange warten möchte, entscheidet sich für die Schockmethode. Zurück in die Eiseskälte. Gleich bei Grenzenlos, zu Besuch beim Robert Redford des Nordens und seinen Rentieren. Und warum die Finnen keine Angst vor dünnem Eis haben. Ein einsamer Hof irgendwo im Nirgendwo. Hei, minun nimeni on Manne. Täällä meidän luona asuu se viimeinen yksisarvinen. Die Menschen in der Region Kuusamo nennen Manne Murujärvi nur liebevoll den Rentierflüsterer. Er ist sozusagen Finnlands Robert Redford. Jedes Rentier hat seine eigene Persönlichkeit. Vom Charakter sind sie dem Pferd am nächsten. Rentiere haben ein warmes Herz. Man kann es zwar nicht messen, aber wenn du ihnen 3-mal Liebe schenkst, bekommst du sie 7-fach zurück. Vor 14 Jahren bekamen die Rentiere dann überraschend Konkurrenz. Die deutsche Christina Löther tritt in Mannes Leben. Zusammen verwandeln sie den traditionellen Bauernhof der Familie in eine Art Rentierdorf. 35 Haus und noch weit mehr Waldrentiere leben heute auf dem riesigen Gelände. Waldrentiere bedeutet, dass diese Rentiere nur in den Wintermonaten zu Hause sind, weil wir dann halt zufüttern. Und im Mai, wenn dann der Schnee dann getaut ist, dann machen wir die Türen auf und dann sind sie ein paar Monate frei in den Wäldern. Und Hausrentiere bedeutet bei uns, dass diese Rentiere, diese Gruppe praktisch das ganze Jahr über mit uns zusammenlebt. Die Hausrentiere sind bei den Murujärvis fast schon Familienmitglieder. Besondere Aufmerksamkeit schenkt Manne den trächtigen Weibchen. Bök, 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 bök. Durch Abhören und Tasten kann er erkennen, ob es dem Nachwuchs gut geht. So beruhigt sich das Rentierbaby. Und später, wenn ich auf der Wiese bin und Bök Bök rufe, erkennt es die Stimme und kommt angelaufen. Von Anfang an schlägt das Ehepaar einen neuen Weg ein. Von der kommerziellen Fleischerzeugung zum sanften Tourismus mit Schneeschuhwanderung und Schlittenfahrten. Zu uns kommen nur kleine Gruppen. Am Anfang sind die meisten von ihnen gestresst. Aber wenn wir mit ihnen raus in die Natur gehen und die Stille genießen, werden sie wieder sie selbst. Sie fangen an zu lächeln und fühlen sich wohl. Man glaubt es Manne aufs Wort. Die unberührte Natur rund um den Hof lässt einen sichtlich runterkommen. Immer mit von der Partie die Hausrentiere der Familie.
Wir haben viele Rentiere mit der Flasche aufgezogen, weil zum Beispiel die Mutter erkrankt oder gestorben ist. Es kann auch passieren, dass ein Junges zurückgelassen wird. Dadurch haben wir natürlich ein sehr enges Verhältnis zu den Tieren. Und dann gibt es da noch einen ganz speziellen Kandidaten. Oskari, das letzte Einhorn Finnlands und einer der Senioren hier im Rentierdorf. Den Abend verbringen Manne und Christina zusammen mit ihren Gästen in einer traditionellen Jurte. Bei Pfannkuchen und Beerenwein lassen alle die Erfahrungen des Tages auf sich wirken. Die Murujärvis führen ein bescheidenes Leben ohne großen Luxus, aber voller Reichtümer. Ich habe es absolut nicht bereut. Also das ist genau mein Ding. Also ich habe schon immer für die Natur geschwärmt und hier haben wir ja wirklich Natur ohne Ende drumherum und dann noch mit den Rentieren zusammen. Das ist so eine wunderbare Kombination. Und dann natürlich auch noch einen ganz netten, lieben Mann auch noch gefunden. Also es ist alles rundum, also ich bin rundum glücklich. Pelle. Ding, ding. Ehi, molto così. Pelle. Ding, ding. Pelle. Ding, ding. Pelle. Ganz im Süden Lapplands haben sich die beiden ein kleines Paradies aufgebaut. Größer werden wollen wir auf gar keinen Fall. Also nicht mehr Rentiere auch, weil das ist immer so, wir wollen alle gleich betreuen und behandeln. Und das kann man nicht in einer riesigen Herde. Also es soll so alles so bleiben, wie es ist. Ding, ding. Die Stadt Kuchmo, nahe der russischen Grenze. Dieser Mann ist zutiefst rebellisch und liebt eisige Abenteuer. Minä olen Urpo, pidän koskessa kellumisesta. Ein kleines Haus am Rande der Stadt. Seltsames geht hier vor sich. Dick eingepackt macht sich Urpo Piirainen mit ein paar Freunden auf den Weg. Ihr Ziel bei wenig christlichen Temperaturen, der Fluss Pajakajoki. Ich bevorzuge es, immer ungewöhnliche Dinge zu tun. Meine Idee war es, nicht nur im Sommer zu schwimmen, sondern auch im Winter. Wir haben dann diese luftdichten Raumfahrtanzüge getestet und siehe da, es hat funktioniert. So ging alles los. Urpo ist Spezialist für River Floating bei Tiefstemperaturen. Doch bevor der Spaß beginnt, soll sich die Gruppe erst einmal an das brüchige Eis gewöhnen. Auf der Eisscholle geht es dann Richtung Stromschnellen. Festhalten und los geht's! Man spürt richtig, wie die Strömung einen wegzieht. Du brauchst absolut nichts tun. Ab und zu spritzt dir das kalte Wasser mitten ins Gesicht. Wirklich einzigartig. Man hat keine Angst. Es ist einfach nur schön. Super entspannend. Man lässt sich treiben und genießt. Und zwar so schön, dass alle gleich nochmal wollen. Abmarsch zurück und jetzt im Freestyle-Modus. Ja,
Die Strömung ist nicht überall gleich. Es kann passieren, dass du dich im Kreis drehst oder an einer Stelle viel schneller bist als die anderen. Zuerst schwimmt man in der Gruppe, dann alleine. Fühlt sich großartig an, wenn man den Mut hatte und es geschafft hat. Gleich bei Grenzenlos. Warum Teer für die Finnen weit mehr ist als nur ein Straßenbelag. Die Region um die Stadt Kuhmo ist das Zentrum der finnischen Holzindustrie. Die schier endlosen Wälder im Osten des Landes liefern Nachschub ohne Ende. Doch das hier angebaute Holz wird seit Jahrhunderten noch für ganz andere Zwecke missbraucht. Nimi on Pertti Koivisto. I want it painted black. Pertti liebt Holz und wie so oft macht er sich an den Bäumen seines Grundstückes zu schaffen. Man muss die Rinde und zusätzlich noch eine dünne Schicht vom Stamm abschälen und das 4 bis 5 Jahre lang. Dann lässt man den Baum so stehen. Er erholt sich und ganz langsam beginnt das Harz zu laufen. Eine wahre Sisyphos-Arbeit. Aber sie hält fit. Aus dem Harz der Kiefer entsteht Teer, das schwarze Gold Finnlands. Bis in die späten 1980er Jahre trafen sich die Männer der Umgebung mehrmals im Jahr, um riesige Teergruben zu errichten. Eng aufeinander gestapelt brennt das Holz für mehrere Tage, bis der Naturteer zu fließen beginnt. Vor 200 bis 300 Jahren war Teerbrennen der wichtigste Industriezweig in dieser Gegend. Oder besser gesagt, es war fast der einzige Weg, hier gutes Geld zu verdienen. Auf ihrem Weg nach Oulu sind die Teerhändler direkt hier an unserem Grundstück vorbeigerudert. 2 Wochen dauerte die gefährliche Fahrt bis zur Hafenstadt Oulu. Von wo aus die Teerfässer in die ganze Welt verschifft wurden. Oft wurde der Lohn direkt vor Ort klug reinvestiert. Ich selbst bin 1955 das erste Mal nach Oulu gerudert und habe meiner Frau einen Seidenschal und einen sehr schönen Anstecker mitgebracht. Die große Zeit des Teerrausches ist längst vorbei. Nur noch selten brennen rund um Kuhmo die Teergruben. Doch die Liebe zum schwarzen Gold ist geblieben. Das ist mein Saunageist. Er bewacht bei uns die Sauna. Wenn ich ihn frisch geteert habe, so wie jetzt, versprüht er beim Saunagang einen angenehmen Duft. Ein tolles Aroma. Der Saunageist verscheucht auch Fliegen und Mücken. Und er ist ein Glücksbringer. Und das ist noch nicht alles. Der Teer kann noch viel mehr. Findige Wissenschaftler fanden heraus, dass man die Flüssigkeit, die entsteht, wenn der Teer sich absetzt, noch ganz anders nutzen kann. Noni, terve. Morjesta. Terve. Sei so lieb und mach mir ein Eis. Ja, klar, mach ich. Richtig gehört. Teereis. Wir haben hier eine lange Teertradition. Wir sind den Geruch gewohnt. Früher haben wir die Skier, die Boote und auch die Holzdächer der Kirchen geteert. Teer ist bei uns überall. Wir haben seinen Geruch lieben gelernt.
Ganz gleich ob Brot, Shampoo, Likör oder Handcreme. Die Variationsmöglichkeiten sind grenzenlos. Die Nacht bricht an. Das Thermometer fällt jetzt auf minus 30 Grad. Perti ist auf dem Weg in seine Stammkneipe. Hier dreht sich alles um Eishockey, das aktuelle Wetter und natürlich um Thea. Es schmeckt süß, ein ähnlicher Geschmack wie beim Eis und beim Sirup. Nur etwas vollmundiger und stärker. Zur Ehre der Teertradition genehmigen wir uns einen Teerschnaps. Prost. Traditional local schnaps. Sweet. Der Osten Finnlands und seine freundlichen Bewohner. Immer eine Reise wert. Und das nicht nur wegen des aufregenden Nachtlebens. Kiitos und auf Wiedersehen.